Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Lego. Wir sind hier in den Minen von Moria und laufen gerade vor Gandalfs Großmutter war es doch? Naja, egal. Wir laufen weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Egal. Wir laufen vor einem großen bösen Monster davon. Also entweder war es Gandalfs Mutter oder Gandalfs Großmutter. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss ehrlich gesagt... Oh. Schnell, schnell die Treppen runter. Schneller, schneller. Ja. Nein! Kabusch und die Treppen sind kaputt. Gimli, nicht! Nicht am Bad! Wie sollen wir da jetzt runterkommen? Nein! Und diese Lego-Monster schießen auf uns. Nein! Achso, ja, jetzt müssen wir wieder den, hallo, wir müssen doch den... Ja, ich nehme doch schon. Wir müssen wieder, Gimli schießen. So. Was? Achso, habe ich jetzt schon. Gut. Und was jetzt? Hey, warte mal. Im Film war es doch, dass der Frodo drüben war, oder nicht? Warte mal. Okay, spielen wir jetzt mal Legolas. Wir müssen da ja irgendwie runterkommen. Oh. Na, so nicht. Vielleicht kann ich den Typen ja schießen. Geht das nicht? Achso, man kann nur kleine Menschen schießen. Was mache ich denn jetzt? Ach so, ich muss wahrscheinlich... Haha. Ich habe den Gimli da ja rübergeschossen. So, gehen wir da mal runter. Bringt das irgendwas? Ich weiß es nicht. Geld bringt. Geld ist immer gut. Ah, erst. Ich versuche da gerade meine Freunde zu retten. Hör doch auf. Was? Oh, okay, dann müssen wir mit Sam runter. Gut. Weil allein Sam kann Feuer machen. Der Rest ist unfähig. Und deswegen, ja, geht das nur mit Sam. Wir wissen es nicht, aber egal. Wahrscheinlich damit alle Charaktere irgendwie ihren Platz haben. Sam mit seiner Pfanne hier. Ich kann es echt nicht backen, dass der mit seiner Pfanne immer dumm läuft. Aber das macht das Ganze echt cool. Los, Sam, schnell rette Aragorn und Legolas. Zünden wir den Turm an, auf dem sie stehen. Ich meine, so voll die Schnapsidee, oder? So als würde man irgendwie... Bitte, so als würde man den Ast absägen, wo man drauf sitzt. Ich meine... ja... Wow, uff. Utzke, utzke. Okay, das heißt, Sam ist da jetzt noch unten. Sam! Geht's darauf? Nein. Gut, wir müssen da das Seil hinauf. Okay, was... Ah ja, jetzt müssen wir da wieder mit Legolas diese Zielscheiben... Obala, falsch. Die Zielscheiben treffen, um diese Brücke freizulegen, damit wir alle in Sicherheit fliehen können. Mir nach! Diese epische Musik, wirklich, ich liebe das. Allein wenn ich mir die Ringe-Musik anhöre, habe ich das Gefühl, in Mittelerde zu stehen. Also da haben die wirklich was Geiles gemacht mit den Filmen. Flieht schnell! Gandalf, schnell, komm! Schnell! Bin echt gespannt, wie der Balrog ausschaut. Ah, wie geil! Balrog sieht echt cool aus hier. Als Lego-Figur an sich ist es wahrscheinlich nicht so toll. Boah, Mundgeruch! Also als animierte Lego-Figur richtig cool. Kannst nicht! Vorbei! Yes! Ist mir doch wurscht. Ja, der hätte vorher ins Fitnesscenter gehen sollen, um da nicht so viel Speck zu sammeln. Dann wäre er vielleicht über diese Brücke gekommen, aber so wird das nix. Also echt cool, dieses Viech. Nein! Gandalf, nein! Flieht! Nein! Yay, Base Jumping. Oh, cool. Yes, wir dürfen... Was? Drück A, um schneller zu fallen.
Yeah, ist das cool! Mann! Balrog, ich komme! Du wirst sterben! Wenn ich mal dich eingeholt habe. Aber du wirst sterben! Kabums! Los! Ja, nimm das und das und sehr cool! Hier! Wir werden dich umbringen dafür, dass du meine Freunde bedroht hast! Und ja! Nein, Hilfe! Was, müssen wir jetzt wieder schneller fallen? Müssen wir jetzt wieder runter? Ja, Gandalf, warum hast du auch dein Schwert fallen lassen? Wirklich. Blöd. Der schnappt sich dann immer so sein Schwert. Und ich habe voll die Angst, dass es ihn aufspießt irgendwie. Also ich hätte da voll die Angst, wenn ich da so runterfall und... Los, Gandalf! Ja, gib's ihm! Du bist der coolste alte Mann, den es so gibt. Oh, da hängt gerade irgendwie... Na, egal. Wie soll ich denn den Angriff ausweichen, bitte? Ach so, der hat mich angehaucht mit Feueratem. Du stinkst aus dem Mund wie ein Hoppala. Balrog eben stinkt. Und du wirst vernichtet werden. So. So, jetzt verliert Gandalf wieder sein Schwert. Und wir müssen... Müssen wir gar nicht? Hey, das ist unfair. Ich habe ja nicht gesehen, wo ich hingehe. Na egal. Und das Schwert kommt wieder. Balrog, ich komme. So wie Superman fliegt er da. Da, yeah. Sein Haar flattert im Wind. Schneide ich ihm gerade den Arm ab? Irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Ach so, der hat ihn gepackt. Okay, ich dachte schon. Was bringt es einem Balrog, die Arm abzuschneiden? Los, hauen wir einfach mal drauf. Ja, dein... Ah, naja, okay. Dein stinkiger Balrog-Atem macht mir nichts aus. Ah, Hilfe! Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Gandalf. Hast du noch nicht von mir gehört? Ja! Diese dramatische Musik. Schnell fliehen wir. Okay. Wo ist denn jetzt Gimli? Okay, okay, okay. Wir müssen da jetzt schnell raus aus diesem Versteck, aus dieser Mine. Weil irgendwie, die Leute hier sind nicht so nett wie erwartet. Wo ist denn jetzt der Legolas wieder hin? Legolas? Ich finde es auch immer witzig, dass Legolas. Aha, ha, ha, ha. Hallo, was macht denn der jetzt hier? Lutscht der hier? Nicht rutschen. Rutschen kann er, wenn wir, keine Ahnung. Was macht... Achso, da muss er nochmal reinstellen. Ich habe gedacht, da habe ich ja geschossen. Na, wo warst? Schießen wir halt nochmal hin. Ha, dieses... Juhu. Was? Nein, das war... Hallo. Komm schon, Legolas. Sei ein richtiger Elb und rette alle. Kannst den Zwerg ja zurücklassen, wenn er dir nicht gefällt. Was bringt denn das? Na, egal. Ja, lass deine Wut an der Wand hier aus. Keine Ahnung, was es gebracht hat, außer dass seine Wut irgendwie gebändigt wurde. Okay, können wir da... Ah, da oben ist noch was. Yes. Geld, ganz viel Geld. B? Was mache ich mit B? Hä? Also B. Was ist das? Aha. Warum muss ich eine Schatzkiste zusammenbauen, damit das irgendwie einen Schatz gibt? Ich dachte, Schatzkisten muss man immer auseinandernehmen, damit der Schatz rauskommt. Na egal, Lego ist halt anders. Ich habe nichts gegen anders. Boah, ich mag Legolas. Er schießt die ganzen... Da kommt er! Achso. Hey, da wollte ich jetzt auch schon erschießen. Ist das Sam? Nein, das ist Pippin. Na egal. Jedenfalls solltest du dich nicht so an mich ranschleichen. So, wo ist denn der Gimli jetzt hin? Da ist der Gimli hin. Ah, war ja immer diese Orks da.
Yes! Super Gimli, du hast uns alle... Ah! Der greift mich an, Herz, ich dachte, du bist Legolas! Mann! Scheiße, mir zu verwechseln ähnlich. Mit dieser grünen Haut. So. Warum das Geld immer runterfliegt? Das ist so gemein. Zerschlagt er den ganzen Käse hier. Genau, Gimli soll jetzt auch noch ein bisschen Aggressionsbewältigung hier machen. Keine Ahnung wieso, aber... So viel Geld. Lalala, ich bin Millionär. Vielleicht können wir da später wieder einen neuen Charakter kaufen. Keine Ahnung, was das bringt, aber... Hoppala. Ah, ich tue immer meine Leute da umbringen. Okay, wurscht. Gehen wir mal raus. Gandalf. Warum Gandalf? Nein. Nein, Gandalf. Diesen Apfel hat er mir geschenkt. Au. Na toll. Diese Orks. Wenn die Nacht hereinbricht, wimmelt es hier nur so von Orks. Wir müssen die Wälder Lothloriens erreichen. Frodo! Aber Gandalf. Oh nein. Weißt du, Saruman. Wie die Orks zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt? Was heißt hier Licht? Das ist stockfinster hier. Licht. Sehr witzig. Lecker, der wird jetzt einfach mal mitgeschreddert. Na, da fehlt noch Salz. Schreckliche Lebensform. Ah, in der Waschmaschine. Los, betätige den Hebel. Das war ja mal nichts. Jetzt aber. Herr, schaut euch das Sixpack an, hä? Super sieht das aus. Boah, wie geil. Großem Wert bei sich. Bringt sie mir lebendig und unversehrt. Lebendig, oh. Tötet die anderen. Ja, lieb. Töten. Dieses Sixpack, wow. Wirklich cool. Also ich möchte auch kurz in so eine Waschmaschine geworfen werden und dann so ein riesen Sixpack haben. Ja. Aber ich glaube, dann hätten die ganzen Fitnesscenter keine Einnahmen mehr. Wo sind wir denn jetzt, bitte? Na, egal. Ach so, da sind wir aus den Minen gerade rausgekommen. So, schmettern wir einfach mal, weil wir brauchen Geld. Oh, da hinten gibt es noch mehr Geld. Genau, Legolas wollte ich nehmen. Kann Legolas schwimmen oder ist der auch ein bisschen, Ja, machen wir das mal zur Sicherheit auf diesen Plattformen. Weil sonst... Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Blödsinn. Warum drücke ich immer die falschen Knöpfe? Wirklich. Achso, das haben wir jetzt schon. Sehr akrobatisch, diese... Ah, nein! Okay. Nein, geschafft. Nein! Oh, Mann. So. Sehr schön. Ah, was ist das? Komm schon, Legolas. Boah, ist der. Geht doch. So. Also, ich hasse solche dünnen... Was? So. Ist das ein... Okay, das ist ein Seil. Ich dachte schon... Quick, 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 quick. Keine Ahnung, wo es uns hier hinführt. Aber es scheint dort viel Geld zu geben. Und da wir alle so geldgierig sind... Oh, hey! Ah, oh, fast geschafft! Habt ihr das gesehen? Fast geschafft. Oh, war ja, okay. Ah, nein. Komme ich da jetzt nie wieder weg, oder was? Ah, super. Ich würde sagen, da haben sie was falsch gemacht beim Spiel. Nein. Hallo, was machst denn du da jetzt? Spielen wir mit anderen.
Irgendwann wird ja der Legolas zurückkommen, oder nicht? Ich meine. Toll, dass sogar Steine hier Geld hergeben. Das werde ich auch mal probieren. Werde einfach mal so in der Natur auf den Stein einhauen. Und das wird schon, oder? Ich meine. Yay, da ist er wieder. Wir haben unseren kleinen Freund hier sterben lassen, damit... Ah. So. Okay. So, mit ein bisschen Geschicklichkeit wird das was. So. Juhu. Nein, was... Legolas, da ist doch so ein Ding zum Anhalten. Kannst du dir das vielleicht nehmen? Dankeschön. Diese Plattformen sind alle so winzig, dass das einfach nur ein bisschen schwierig ist. So. Okay, jetzt versuchen wir mal so. Yay, wir sind drüben. Jetzt zerschlagen wir hier mal die Einrichtung. Yay, wir haben einen weißen Legostein gefunden. Sehr cool. Jetzt können wir da runterspringen. Zerschlagen wir einfach mal alles. Ich meine, Geld ist nie schlecht. Und da wir das letzte Mal den Bilbo gekauft haben und der saumäßig viel gekostet hat und ich ja vorhabe, den Sauron auch zu kaufen, anstatt ihn irgendwie umzubringen. Ja, ach, ah. Die strengen sich immer so an, wenn sie springen. Oh, was ist das? Was ist das? Bringt das irgendwas? Ich weiß nicht, das kann ich anscheinend nicht, öffnen hier. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nee. Okay, der Rest hat nicht wirklich irgendwas, nicht Wichtiges, sondern irgendwas Besonderes. Irgendwelche besonderen Attacken, außer dass Sam tolles Feuer machen kann. Ach, ich mag diesen Gimli nicht, der ist so klein. Ich weiß, ja, von wegen muss auch nichts gegen kleine Leute haben, aber ich liebe einfach nur Aragorn. So. Ist da rauf? Ui, da geht's rauf. Hupf, der strengt sich immer so an. Oh, uff. Ah, so als wäre es keine Ahnung was. Oh, das kann man gar nicht. Okay, da kommt man nicht drauf. Vielleicht kann ich da einen Hobbit, wo ist denn der Gimli jetzt? Den müssen wir da rauf. So. Oh, bist du schwer, Mann, du solltest abnehmen. Mann, bist du fett! Hoppala, na egal. Okay, anscheinend komme ich da nicht drauf. Ich bin zu faul, um mich da weiter zu bemühen. Ja, dieser unauffällige blaue Pfeil dort hinten sagt mir, wo ich lang gehen möchte. Aber ich möchte da jetzt nicht lang gehen. Ich möchte jetzt erst einmal alles zerschlagen und Geld sammeln. So. Wir sind so rich, Leute. Hüpfende Lego-Objekte sind in ganz Mittelerde zu finden. Hüpfende? Oh, ich hüpfe. Ach so, wahrscheinlich meinen die das mit dem Hüpfen, dieses... Uts, uts. Also nicht diese... Nicht hüpfen, hüpfen, sondern... Wenn man was ist das? Seltsam. Das sah irgendwie aus wie ein... Ja, diese blauen Lego-Steine sagen mir, wo ich lang... Tja! Schaut, wie freundlich Frodo reinschaut. Oh mein Gott, überall kann was Böses passieren. Aber andererseits, er hat ja gerade seinen besten Freund, also nicht besten Freund, er hat gerade Gandalf verloren und da... Wow, ist das einladend hier, ich glaube. Okay, gehen wir zurück und machen das, was der blaue Pfeil uns rät. Aber ja, bis dahin, Leute. Tschüssi.